Ja, eine Sache geht mehr in Richtung Österreich und Schweiz und gerne Holland und Belgien, also alle begrenzten Länder um uns herum. Frankreich, Französisch kann ich leider nicht. Ich würde, oder wir haben uns überlegt, wir würden gerne wie so eine Art Meet and Greet machen in eurem Land. Das heißt, und hier sehe ich erstmal Österreich und Schweiz, weil das deutschsprachig ist. Und da müsste ich ein bisschen wissen, wie die Österreicher oder die Schweizer darüber denken. Wir suchen in Österreich und in der Schweiz Plätze, am besten so ein Fahrsicherheitsding oder so, wo man so ein kleines Treffen veranstalten kann. Wir können da ein bisschen fahren und wir bringen ein paar Autos mit, wir bringen ein paar Umbauten mit. Und vor allen Dingen fällt dann auch vielleicht die Hemmschwelle zu sagen, okay, ich muss in den Altendienst kommen oder hierher, sondern wir kommen mal zu euch. Und es wäre eine coole Nummer, wenn ihr so ein bisschen gucken könntet bei euch oder uns ein, zwei Tipps geben könnt, gerne per E-Mail an mich. Sebastian, blende die E-Mail-Adresse ein. Und ja, wäre eine coole Nummer, wenn wir irgendwie zu euch kommen können mit dem LKW und wir fahren ein bisschen im Kreis und haben ein bisschen Spaß. Wenn es da die eine oder andere gute Kneipe, Bar in der Nähe gibt, dann bin ich da jetzt nicht böse drum. Dann kann man sicherlich auch ein bisschen den Abend länger ausklingen lassen oder eine gute Hotel, Bar, Lobby, wie auch immer. Jo, poste mal ein bisschen was da unten rein. Ist eine Idee von mir. Müssen wir mal gucken, wie es so läuft. In diesem Sinne. Ah, noch eine Sache. Wir werden einen Eventkalender für nächstes Jahr machen. Und wir machen nächstes Jahr das erste Mal ein Drifttraining. Und hier ist die nächste Frage. Wollt ihr ein Fahrsicherheitstraining? Also, wo man lernt, sicher, wirklich ein richtiges Fahrsicherheitstraining. Wäre sowas interessant, aber wir werden nächstes Jahr ein Drifttraining machen. Und wir werden versuchen, den Spreewaldring als Rennstrecke mit reinzubekommen, weil Großdöllen funktioniert irgendwie nicht. Das ist sehr kompliziert, da einen Platz zu buchen. Und wir werden Chamblay in Frankreich mit dazu nehmen. Wir haben Manon und wir haben Meppen. Also wir haben auf jeden Fall relativ viele Termine und da gucken wir, dass wir ein bisschen was ausrollen. Können auch ein bisschen was zu sagen. Ja, und was ihr an sich von dem Eventkalender an sich haltet. Und ich muss auch eins sagen und hier nochmal vielen lieben Dank. Wir haben angefangen mit Track Days und haben dabei Geld draufgelegt. Wir haben da richtig Geld bei draufgelegt. Und mittlerweile sind so, die tragen sich von selbst. Also es ist echt cool. Wir merken, okay, da ist ein bisschen, die Leute finden es toll, es macht Spaß. Ein Tag macht Spaß, auch selbst wenn du den ganzen Tag im Regen stehst, wie am Sonntag. Aber auch das gehört dazu. Und ja, wir gucken, dass wir doch noch die eine oder andere kleine Überraschung für Richtung Ende des Jahres haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. I was found here.